So, und weiter geht's mit Yuppie Psycho. Folge 9 müsste das sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Was zuletzt passiert? Wir haben Kate im Fahrstuhl getroffen, nachdem wir irgendwo in irgendeinem Schwimmbad waren, das voller Gift war, nachdem wir gegen eine Handdruckerwesenheit gekämpft haben, und zum Mitarbeiter des Monats befördert wurden von diesem Typen mit dem Pferd. Dumont oder wie der heißt, dann sind wir hier rein. Hier saß noch unser Mitarbeiter rum und der war sauer, dass wir ihm diesen Preis abgenommen haben. Bisher war er ja immer der Mitarbeiter des Monats, aber wir dürfen natürlich nicht sauer auf ihn sein, dass er irgendwie in diesem Froschkostüm uns den Weg versperrt und uns mit diesem verrückten Drucker da einsperrt. Aber davon mal ganz abgesehen. Und ansonsten, was war hier noch? Hier ist, glaube ich, gerade. Ah, genau, hier war so eine Stimme. So ein Lachen, das ertönte. Genau, das, bevor ich das nicht gefunden habe, kann ich hier nicht wieder raus. Dann geht's mal direkt weiter. Ist das aus dem Computer gekommen? Oder vielleicht aus dem Schrank? Oh ja. Buh. Sosa? Was machen Sie da drin? Ist der schon weg? Hugo? Ja, er ist gerade gegangen. Oh, er ist so sauer auf Sie. Sie sind mein Held, Pasternak. Nein, Sosa, ich bin kein Held und will auch keiner sein. Verzeihung, ich wollte nicht. Sind Sie gestresst? Ich kann Akupunktur. Nein, also ich weiß nicht. Vielleicht bin ich gestresst. Ich kann nur nicht mehr ertragen. Ich will gehen, Sosa. Dieser Ort ist ein Albtraum. Warum gehen die Leute nicht? Warum gehen wir alle nicht? Weil wir es nicht können. Was meinen Sie? Wir sind gefangen. Ihre Macht ist so groß, dass Sie, ohne es zu merken, von dem Moment an unter Ihrem Einfluss stehen, da Sie das Gebäude betreten. Je mehr Sie involviert sind, desto mehr Zeit verbringen Sie mit der Arbeit, desto mehr verwenden Sie diese verfluchten Papiere. Ah, okay. Es zieht Sie immer tiefer hinein. Deswegen sind auch alle Speicherstände noch da. Vielleicht gibt es ein Ende, wo man das ganze Ding einmal durchzocken muss, ohne einmal zu speichern. Aber das will ich nicht spielen. Das kann ja gar nicht gehen, bei diesem blöden Raum da, mit diesem blöden. Naja. Was sagen Sie mir da? Gibt es keinen Ausweg? Sind wir unser ganzes Leben lang in diesem Albtraum eingesperrt? Viele springen vom Dach, aber es gibt eine viel bessere Lösung. Die endgültige Lösung. Sie zu töten. Aber das wussten Sie schon, nicht wahr? Was meinen Sie? Mappy hat mir erzählt, dass sie sie im Archiv nach diesem alten Buch hat suchen sehen. Nun das, ich habe mich verlaufen und ich habe gesehen, wie sie Papiere von ihr benutzt haben, um ihre Seele abzulichten. Sie sind seit ihrer Ankunft hier im Gebäude herumgewandert. Und jetzt das Gift. Sie sind ein Jäger, Pasternak. Was? Jagen? Was? Ich? Nein. Jäger nach was? Also, wenn Sie kein Jäger sind, erinnern Sie mich noch einmal, was ist Ihre Aufgabe in dieser Firma? Okay, das, was ich am Anfang ausgewählt habe, ist hier nicht mehr. Wie merkwürdig. Sie, ach so. Administrative, genau, in Moderationsverwaltung, aber das konnte ich gerade nicht auswählen. Administrative Enumerationsverwaltung. Ja, natürlich, das ist mein Nebenjob. Okay, ich bin ein Jäger. Naja, zumindest wurde ich eingestellt, um einer zu sein. Aber ich weiß nicht wirklich. Mein Gott, wie lacht die denn? Sosa, sind Sie in Ordnung? Oh Gott. Ich habe ihn endlich gefunden. Sie machen mir Angst. Sind Sie etwa die? Ich bin der allergrößte Jägerfan. Erzählen Sie mir alles, Pasternak. Sind Sie ein esoterischer Magier oder ein Nekromant? Nein, nein, nichts davon. Könnten wir ein Interview für den Videoclub Mysterio machen? Hey, Moment, Moment. Sie können das niemandem erzählen. Sicher, wie dumm von mir. Das Wichtigste ist, inkognito zu arbeiten, aber lassen Sie mich Ihre Assistentin sein? Was? Nein. Es ist sehr gefährlich. Vorerst reicht es, wenn Sie es niemandem sagen. Okay. Keinem, keinem? Keinem. Nicht einmal Mappy, sie ist meine einzige Freundin. Also. Sie können es Mappy erzählen, aber nur ihr und sonst keinem. Danke, Pasternak, und sorgen Sie sich nicht, mit uns spricht eh niemand. Hexenjäger Metallkarte. Einmal kurz hier mein Mikro zurechtrücken. So, Hexenjäger. Was wissen Sie über die Hexenjäger? Sie sind fast wie eine Legende in der Firma, etwas von vor vielen Jahren. Diese Firma wurde von der Familie Sintra gegründet, die im selben Gebäude lebte. Sie wollten sie töten und planten daher, die besten Esoterik-Experten der Welt einzustellen. Und keiner dieser Profis konnte sie töten? Offensichtlich nicht, Pasternak. Sie waren aber sehr nah dran.
Es wird gesagt, dass es drei von ihnen gab, die es fast geschafft hätten. I. Nazari, A. Moetta und R. Corvo. Und was geschah dann? Das ist ein Geheimnis. Alle drei verschwanden. Ja gut, das stand doch auch hier drauf. Schauen Sie sich das hier an, Sosa. Das kann nicht sein. Woher haben Sie die? Ich habe sie an einer Leiche im zweiten Stock gefunden. Vor Jahren haben Jäger diese speziellen Metallkarten erhalten. Pasternak, dies ist die ID-Karte von R. Corvo. War er wichtig? Natürlich. Der wichtigste von allen. Er war in Bokor, ein Voodoo-Meister. Ein Experte für schwarze Magie. Es schaudert mich richtig. Werden Sie sie nicht ausprobieren? Ausprobieren? Natürlich, ich bin sicher, dass diese ID-Karten mit den alten Computern funktionieren. Wie dem, den ich benutze? Genau. Okay. Ja gut. Dann werde ich das mal machen. Ich wüsste auch nicht, was ich gerade sonst zu tun hätte. Syntra? Soll ich jetzt suchen? Na gut. Mal wieder. Jetzt ist sie nicht mehr hier. Das hier ist doch auch der gleiche Raum wie der Pool im 9. Stock. Oder nicht? Ich finde, der sieht exakt genauso aus. Exakt jetzt nicht, aber schon sehr ähnlich. Aber vielleicht ist es Zufall. Sein. Hier vielleicht? Nein. Oder gibt es jetzt noch einen neuen Bereich? Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wo der ist. Vielleicht parallel hierzu auf der anderen Seite? Nö. Hier kann man jetzt natürlich auch das Licht anmachen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Hier. Hallo. Keiner da. Es ist ein leeres Gemälde. Auf der Plakette steht das Blut des Teufels. Bin ich der Teufel? Na, hoffentlich nicht. So, kann ich hier jetzt auch lang? Okay, aber da ist eine Wand. Ah, ja. Und da ist auch eine Wand. Na, super. Ist eine Tür. Oder auch nicht. Tja, Mist. Ich habe echt überhaupt keinen Plan, wo die sein kann. Da ist schon wieder eine Wand. Und hier war ich gerade schon. Zugreifen. Ja, das hatte ich schon. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Ach so, vielleicht muss ich wieder raus und die andere Karte benutzen. Mal sehen, was passiert, wenn ich statt meiner diese ID-Karte verwende. Sie haben den ID-Karte von R. Corvo verwende. Aha. Was passiert hier? Wow. Okay. Das sieht ja gut aus hier. Was gibt's hier? Willkommen, Reich Produktiment, Herr Korb bei Syntracorp. I haft sein, ehe ihre Arbeit hoff wird. Erfolg. Ui Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Glocke, 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 7878. Syntra? Glocke, 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 7878. Meine Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Das ist doch auch nicht nett, sowas zu machen. Das ist verglitscht, da komme ich nicht lang. Okay.
Glocke, Glocke, 7878. Glocke, Glocke, Glocke. Dreimal Glocke war's. Okay. Das ist ein schöner Ort hier. Da fliegt ein Brief. Kommt der nochmal wieder? Oder muss ich den einfangen? Ich muss den wahrscheinlich auch noch lesen. Jetzt einmal kurz hier stehen. Das ist ja auch wieder ein hervorragendes Labyrinth hier. Hier ist noch ein Brief. Ihr Einfluss ist hier auf die M eingerichtet. Nur Virus ist in. Da. Kommen. Okay, jetzt kommt sie nicht. Jetzt war ich darauf vorbereitet. Jetzt passiert es natürlich wieder nicht. Okay, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite vom Glitch. Da kam ich gerade her. Da geht's auch noch hin. Hier ist auch wieder ein Glitch, okay. Oh Gott im Himmel. Glocke, 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 7878. Also das haben die gut raus. Ah, da. Boah, das ist ein bisschen. Okay, jetzt ist sie weg. Da ich. Verjagt. Das fand ich schon echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also bisher vielleicht das Gruseligste. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Soll ich wieder rausgehen? Das kann ja auch nicht richtig sein. Hier, da, jetzt ist er da. Im Grab des Mädchens. Stand das da? Ich habe es nicht genau gesehen. Grab des Mädchens. Eieieiei. Kann da mal eben jemand was zu sagen? Wird das jetzt hier einfach so akzeptiert? Also ich muss echt sagen, da habe ich mich wirklich unwohl gefühlt gerade. Eieieiei. Ich weiß nicht, ob das, wenn man das guckt, auch so gruselig ist, aber das hat, also ich habe mich echt erschrocken. Also wirklich richtig doll. Ich überhaupt nicht mit gerechnet. Naja, gut. Weiter geht's. Ach, ich wollte eigentlich auch noch mit dem Typen reden. Der stand hier ja noch. Der ist jetzt nicht mehr da. Ah, ich kam hier nicht mehr raus. Hätte es vorher machen müssen. Naja, gut, habe ich jetzt nicht gemacht. Wird wohl nicht so schlimm sein. Im Grab des Mädchens, das, wird dann vielleicht. Was ist denn das für ein Geräusch? Dann wird das, das wird wohl auf den 8. Stock verweisen, denke ich mal, weil das ist der einzige Ort mit dem Friedhof. Die geht nicht auf. Ich weiß auch nicht genau, was ich hier gerade mache. Ich renne einfach ein bisschen durch die Gegend. Okay, hier geht noch nichts. Dann fahre ich jetzt mal mit dem Fahrstuhl in den 8. Stock. Um zu gucken, ob ich irgendwo das Grab von ihr finde. Ups. Oder ich habe irgendwas vergessen. Okay, hier ist nur der Typ. Den kenne ich ja schon. Also, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich muss ich da doch nochmal rein. Aber ich will nicht. Ich will da nicht nochmal wieder rein. Dann erschrecke ich mich wieder. Ich will mich nicht erschrecken. Aber wenn ich jetzt A... Okay, A ist einfach noch immer das Alte. Ich gehe nochmal da rein, auch wenn ich wirklich gar keinen Bock habe. Da ist noch einer, da war ich glaube ich schon. Jetzt laggt es gerade ein bisschen. Also links hatte ich doch eigentlich alles abgeklappert, genau. Hier war der. Und da kam sie dann nicht, oder?
Ne, genau, das war der. Okay, den habe ich auf jeden Fall gelesen. Da war nichts mehr. Aber ich glaube, rechts war eigentlich auch nichts mehr. Und den fliegenden Brief habe ich jetzt auch gelesen. Da steht im Grab des Mädchens. Das ist dann wohl ein Hinweis darauf, dass ich auf dem Friedhof an das Grab von der Tochter gehen muss. Aber da komme ich ja noch nicht rein ohne den Schlüssel. Gibt es den hier auch noch irgendwo? Ach. Den habe ich auch gelesen. Da kam sie dann an. Robo hat Schlüssel, steht da. Naja. Was soll das bedeuten? Ich werde in meinem Büro so schnell möge Roboter hat Schlüssel. Wie? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es schlecht übersetzt oder ich weiß es einfach nicht. Kann auch sein. Okay, also ich gehe jetzt hier mal raus. Ich versuche jetzt noch einmal mit der metallenen ID-Karte im 9. Stock durch die Tür zu kommen, aber ich denke mal, dass das auch nicht funktionieren wird. Und dann gehe ich nochmal in die Kantine und gucke, ob Kate da ist. Und wenn das alles nicht geht, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. So, hier war nämlich noch so ein Sicherheitsmechanismus. Oder hier stand irgendwas davon, genau. Ziemlich komplexe Sicherheitsvorkehrungen. Das erscheint mir nicht nützlich. Okay, das funktioniert nicht. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Da steht immer noch der Typ rum, den ich lieber meiden würde für eine Weile. Jetzt noch mal gucken, ob Kate vielleicht wieder hier ist. Wow, das leckt jetzt echt ganz schön doll. Ich weiß nicht, was hier los ist. Nee, ist sie aber nicht. Also hier konnte man links durch den Nebel und rechts durch den, und unten durch den Nebel. Da bin ich aber auch durchgegangen. Und die Schlange von Leuten ist da auch immer noch, da komme ich also auch nicht hin. Was muss ich denn dann als nächstes machen? Ich will nicht nochmal da rein. Da war doch nichts mehr. Außer Jumpscares. Im 7. war die. Konnte man sich die Videos angucken. Im 10. war nur Kill the Witch. Warum ist der 6. außer Betrieb? Keiner weiß es. Dann gibt es noch den 3. mit diesem Dude und den 2. mit den ganzen Leuten, die im Kreis rennen. Ich weiß nicht genau, wohin. Also, ich habe echt überhaupt keinen Plan, in welches Stockwerk ich muss. Was waren nochmal die Hinweise? Also in diesem Gruselnetzwerk da gerade. Da war viel Kauderwelsch, irgendwas mit einem Schlüssel. Im Grab des Mädchens oder auf dem Grab des Mädchens. Das wird auf den Friedhof verweisen, wo ich noch nicht hin kann. Und Syndra hat gesagt, Glocke, 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 78, 78. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo hier eine Glocke gewesen sein soll. Also ich habe hier, glaube ich, keine Glocke gesehen. Ist auch keine Klingel oder sonst irgendwas. Nach draußen kann ich eh nicht. Ja, keine Ahnung, wo war denn sonst eine Glocke? Oben irgendwo? Da war nur Kill the Witch. Und da war nur, was war denn da noch? Da war nur diese Tür. Da war der Friedhof, da war da wo man sich die Videos angucken kann. Mein Stockwerk, die verrückten Spuckfrauen, der Techniktyp. Hier wird rumgewuselt, das ist die Kantine, das ist.
Und das ist die Glocke. Eieieiei, manchmal hat man es auch echt direkt vor der Nase, aber sieht es nicht. Na gut, was war das? Glocke, 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 7878. Sehr gut. Okay, krass. Ja, mal gucken, was hier abgeht. Die Decke ist so niedrig. Auf welchem Stockwerk bin ich? Licht an. So, was geht hier ab? Hier ist ein Stück altes Papier. Okay, das ist nochmal davon habe ich ja schon einige, so eine Illustration. Diesmal hat der Rabe einen Schlüssel im Schnabel, keine Ahnung warum. Ich verstehe nicht, was mit dieser Illustration sagen wollen. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Davon habe ich jetzt ja schon, ich glaube, 5 oder so. 6 schon. Okay. Eule hat einen Brief. Und der Rabe oder die Krähe hat einen Schlüssel. Okay, hier steht Jäger. Und da ist eine Mine, die ich übersehe. Zum Glück habe ich noch einen Bleistift, ey. Das wäre ja was geworden. So, dann kann ich erstmal einen Snickers essen, beziehungsweise einen Schokoriegel unbekannter Marke. Die Tür ist verschlossen. Daneben ist ein Gerät, das wie ein Kartenleser aussieht. Ja gut, was muss da wohl rein? Sie haben die ID-Karte von R. Corvo benutzt. Und die Tür geht auf. Okay. Das sieht aus wie ein Altarraum. Ein Brief, er lautet: Ich weiß, Sie lassen sich no normalerweise von Ihrer Intu Ich weiß, Sie lassen sich normalerweise von Ihrer Intuition leiten, aber zu diesem kritischen Zeitpunkt würde ich niemandem außer Ihnen trauen. Denken Sie daran, was ich Ihnen über Ihre vertrauten Geister sagte, gezeichnet EN. Ein Brief, darin steht: Gute Nachrichten bringen Sie mir, lieber Freund. Jetzt, da wir wissen, wo sie sich verbirgt und wir den Dolch in unserem Besitz haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Siegel am geheimen Eingang brechen können. Gezeichnet AM. AAM. Okay, für die wurde auch dieser Altar aufgebaut, die Altare, die da überall rumstehen, wo man Geld reinschmeißen kann und dann kommt schöne Dudelmusik raus. An der Wand hängt ein goldener Schlüssel. Sie haben einen goldenen Schlüssel erhalten. Er hat eine Inschrift: Familienfriedhof. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich da als nächstes hin muss. Das war auch der einzige Hinweis, den ich noch habe. Ja gut, ich glaube, ich gehe vorher nochmal speichern. Das ist dann auch dieses, das wird dann dieses geheime Stockwerk sein, von dem vorher mal irgendwann zu lesen war. Es war ja auch ein Brief von R. Corvo. Von R. Corvo, wo er das meinte, dass es ein geheimes Stockwerk gibt und das wird es dann sein. Okay, ich habe noch genug Zeugs, dann würde ich jetzt einfach nur noch mal speichern. Ja, und dann geht's ab zum Friedhof. Ich bin gespannt, also am Anfang meinte er, da wohnt die Hexe. Ob das jetzt hier schon das Finale ist? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also ich weiß es halt einfach nicht. Hier sieht noch alles aus wie immer. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie lang dieses Spiel ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Naja, je länger, desto besser im Grunde. Also natürlich ist es nicht immer so, aber ich weiß, dass ich das bereuen werde. Sie haben den Schlüssel zum Friedhof benutzt. Okay. Diese Eule habe ich schon einmal gesehen. Ja, die war in der Bibliothek. Da war auch so eine Eule immer auf den Bücherregalen, beziehungsweise auf diesen Schiebewägen, mit denen man dann auch den Gegner besiegen musste. Steht hier: Dieses Grab muss zur Sintra-Familie gehören, obwohl ich den Namen nicht kenne. Nicht erkenne. Okay. Okay, da steht überall dasselbe. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Und hier? Auch nicht. Aber da steht eine Kiste hinter. Und da ist noch ein schöner selbstgemachter Videofilm drin. Videofilm, das Wort ist auch alt. Okay, die Eule fliegt irgendwo hin. Ich weiß nicht wo. Da rechts ist sie. Okay, da kann sie von mir aus bleiben. Oder muss ich die jetzt besiegen?
Ich gucke erstmal, was hier so ist. Die Tür ist verschlossen, aber hier unten ist etwas. Ah, okay. Und das andere hat die Eule. Dann muss ich das irgendwie abluchsen. Komm her, du. Ich mach das Licht aus und schleiche mich ran. Hallo, Eule. Ah. Mist. Ja, bleibst du wohl hier. Okay. Jetzt. Okay, jetzt fliegt sie wieder zum Wasser. Das Wasser ist der einzige Ort, wo man sie erreichen könnte. Vielleicht muss ich sie erschrecken. Also langsamer als so kann ich mich nicht bewegen. Okay, kann ich damit interagieren? Ich glaube, ich habe gesehen, wie die Eule von diesem Wasser getrunken hat. Ach nee, soll ich jetzt die Eule vergiften oder was? Was habe ich denn hier? Ach, mit den Schlaftabletten? Okay. Vielleicht, wenn ich einige dieser Schlaftabletten auflöse. Sie haben die Schlaftabletten benutzt. Okay. Ja, gut. Dann schöne Träume, liebe Eule. Ich hoffe, das killt die nicht. Jetzt flieg schon zum Wassermensch. Okay. Und direkt eingeschlafen. Genauso funktionieren Schlaftabletten. Er schläft wie ein Stein. Jetzt, wo ich ihn aus der Nähe betrachte, sieht eines seiner Augen aus wie Glas. Soll ich es herausnehmen? Soll ich es herausnehmen? Also nehmen wir jetzt der Eule, nachdem wir sie unter Drogen gesetzt haben, auch noch das Auge weg. Tja. Ich glaube, anders geht es nicht weiter. Sie haben ein Glasauge erhalten. Es tut mir leid, Herr Eule. Na, immerhin. Vielleicht ist es das Beste, ihn nicht zu stören. Ich dachte, da steht es. Vielleicht ist es so das Beste für ihn. Okay, ja, okay. Ach so, muss ich benutzen. Ja, dann mal hinein in die Gruft. Also, ich würde da nicht reingehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Liebe unseres Lebens, Ray Sintra, 1961 bis 1972. Nun, hier scheint es keine Hinweise zu geben. Also gut, dann, obwohl... Ich könnte versuchen, den Deckel des Sarkophages zu verschieben. Meine Güte, was denke ich denn da? Grabschändung an meinem ersten Arbeitstag. Öffne ich den Sarg? Nö. Ja, gleich. Aber ich gucke mich erst nochmal eben einmal um. Also, so langsam finde ich das echt ein bisschen spooky, das Ganze. Vielleicht merkt man das daran... dass ich ein bisschen mehr rede. Weil das ist schon gruselig auch. Aber ich kann auch vielleicht mal erst ein bisschen leise sein. Okay, hier ist nur das Bild. Da muss ich jetzt den Sarg öffnen. Das Grab von Ray Sintra. Soll ich versuchen, es zu öffnen? Ja. Ich öffne es nur ein wenig, damit ich es mir ansehen kann. Und dann schließe ich es wieder. Grandios. Kein Körper. Da unten glänzt etwas. Sie haben ein paar Glöckchen erhalten. Klingeling. Ob die dem Mädchen gehören? Lea. Hä? Ansehen. Ein Glöckchenanhänger. Er gehörte Ray Sintra. Okay. Leute. Oh. Diese Geräusche sind echt... Was ist das denn? Tritt näher! Vergeben Sie mir, ich wollte gerade gehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, du sollst herkommen. Wer bist du? Pestenek. Pestenek. Sind Sie die Hexe? Die Hexe? Bist du zu deinem Stottern auch noch blind? Siehst du nicht, dass meine Anwesenheit alles um dich herum mit herrlichem Licht überflutet? Diese elende Kreatur, die du Hexe nennst, würde aus einem dunklen Loch voller Dreck kriechen, findest du nicht? Antworte mir, Pestenek! Warum hast du das Grab dieses Mädchens entweiht? Nein, 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 es war nur für den Fall,
dass es irgendwelche Hinweise gäbe. Hinweise auf was? Die Hexe? Nun, ja. Warum interessierst du dich für sie? Wer schickt dich? Nun, ich soll es nicht sagen. Ah, aber ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Verzeihung. Ich wurde eingestellt, um die Hexen zu töten. Dieses Foto hat mich hierher geführt. Ich wollte ein paar Informationen über Ray Sintra und das andere Mädchen neben mir finden. Stellt das Unternehmen noch immer Jäger ein? Nun, irgendwie schon. Wenn dem so ist, muss ich mich entschuldigen. Mein Name ist Atia Moeta. Ich war vor vielen Jahren Mitarbeiterin dieser Firma und habe versucht, die Hexe zu besiegen. So wie du es jetzt tust. Leider konnten meine Kollegen und ich unseren Auftrag nicht erfolgreich abschließen. Wir waren jedoch sehr nah dran. Könnten Sie mir ein paar Informationen geben? Ich bin ein bisschen verloren. Ich habe die Matriarchin der Familie getroffen, bevor sie starb. Xiu Ying. Sie erzählte mir die Geschichte, wie alles begann. Vor vielen Jahren lebte die Familie Sintra in genau diesem Gebäude. Sie waren ein normales Ehepaar, aber sie bedauerten eines. Sie konnten keine Kinder haben. Daher beschlossen sie, alle ihre Ersparnisse auszugeben und eine Reise ins Ausland zu machen. In der Hoffnung, auf dem Schwarzmarkt ein Baby zu adoptieren. Weil legale Adoption nicht funktioniert, so fanden sie ein schönes Mädchen, das eingesperrt war. Ihr Name war Domori. Der Besitzer sagte ihnen, dass sie Glück und Reichtum bringen würde. Dafür mussten sie jedoch zwei Regeln folgen. Sie mit einem magischen Siegel eingesperrt halten und sie glücklich machen. Es dauerte nicht lange, bis die Familie erkannte, dass Domori kein normales Mädchen war. Sie befolgten die beiden Regeln und kümmerten sich um sie, als sei sie ihre eigene Tochter. Und die göttliche Natur des Mädchens erfüllte die Familie mit Glück und Wohlstand. Innerhalb weniger Monate hatten sie ihr Zuhause in das Hauptquartier von Sintra Corp verwandelt und das Unternehmen begann zu wachsen und zu wachsen. Doch ihr Glück hörte dort nicht auf. Einige Jahre später wurde ein wunderschönes Mädchen geboren. Ray Sintra. Die beiden Schwestern waren bald unzertrennlich. Das waren die goldenen Jahre des Unternehmens. Es wuchs und wuchs, um das Größte der Welt zu werden. Bis eines Tages alles schief ging. Ray Sintra verschwand auf mysteriöse Weise. Domori wurde instabil, hysterisch. Das Unternehmen geriet in eine Krise. Nach einem Monat freien Fall fehlte von dem Mädchen weiter jede Spur. Also beschloss die Familie, es zu beenden. Sie verbrannten Domori. Die Geschäftskrise endete plötzlich. Aber Ray Sintra tauchte nie wieder auf. Um die Gerüchte zum Schweigen zu bringen, hielt die Familie eine Beerdigung ohne Körper ab. Das war der Beginn des Fluchs der Hexe. Okay, krass. Dann ist die Hexe dieses Mädchen, Domori. Haben Sie nicht herausgefunden, wo sie sich versteckt? Ein Mitglied meines Teams hatte ihr Versteck gefunden, aber aus Sicherheitsgründen hat er diese Information nicht mit uns geteilt. Am Ende verschwand er auch, wie alle anderen. In all diesen Jahren ist mir etwas klar geworden. Immer wenn ich in Person mit jemandem spreche, rede ich ganz merkwürdig. Wenn ich ihm allerdings einen Rückblick erzähle, dann habe ich eine ganz normale Stimme. Und dazu war es ein Fehler, unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, die Hexe zu finden. Das wirklich Wichtige ist die Tochter der Familie, Ray Sintra. Ihr Körper wurde nie gefunden, deshalb bleibt sie noch immer verschwunden. Sie ist die Einzige, die weiß, was in dem entscheidenden Moment passiert ist, als alles schief ging. Wenn du die Hexe töten willst, finde Ray Sintra. Dingel, die Dingel, Dong, Dong, ich verschwinde wieder. Warten Sie aber, wo...
Ich habe keine Ahnung, wo das Mädchen sein könnte. Aber ich kenne jemanden, der ihr sehr ähnlich ist. Ich muss so schnell wie möglich in mein Büro zurück und mit Cintra reden. Ich habe das Gefühl, dass ich der Lösung des Rätsels ganz nahe bin. Okay, jetzt sagt er das sogar selbst schon, dass das Spiel bald zu Ende ist. Oder es ist nur ein falscher Hinweis. Also was in der Richtung habe ich mir schon gedacht, dass es auf jeden Fall was mit der Tochter zu tun haben muss, weil ja wirklich halt die KI... Oh. Personag, was für ein Zufall. Ich war gerade auf dem Weg in die Kantine. Sie müssen bei den Vorbereitungen für den Geburtstag mithelfen. Welchen Geburtstag? Hugos Geburtstag. Ah, tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich muss in mein Büro. Aber alle sind schon in der Kantine. Wollen Sie nicht helfen? Ich kann nicht. Ich muss so schnell wie möglich zurück ins Büro. Warum die Eile? Wenn sogar dieses nette neue Mädchen aus dem Bienenstock da ist. Kate? Ich kenne ihren Namen nicht, mein Schatz, aber sie hat nach ihnen gefragt. Aber wenn sie so viel Arbeit haben... Ah, okay, also gut, ich komme vorbei, aber nur für eine kleine Weile. Okay, ich finde es ganz witzig, dass Sosa da rechts einfach das Konfetti neben sich auf den Boden schmeißt. Genau so macht man das mit Konfetti. Schaut, wen ich mitgebracht habe, um uns zu helfen. Die weiße Rübe höchstpersönlich. Achso, ich kann mich schon bewegen, okay. Hallo. Pestenek, wurden Sie auch entführt? Ja, aber ich kann nicht zum Geburtstag bleiben. Ich muss ins Büro zurück. Was? Warum? Oh, haben Sie neue Informationen über... Genau. Oh, sagen Sie sie mir! Sagen Sie sie mir! Es hat sich herausgestellt, dass die Familie Cintra eine Tochter hatte, Ray Cintra. Der Name klingt bekannt. Das Mädchen ist gestorben, nicht wahr? Gute Frage. Ich war gerade im Mausoleum der Familie und ihr Grab ist leer. Ich denke, sie ist der Schlüssel, um alles herauszufinden. Entweihung von Gräbern während der Geschäftszeiten. Brian, Sie sind mein Held. Sie können sich auf mich verlassen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss zurück in unser Büro. Vielleicht könnten, wenn Sie Rostov ablenken könnten? Ich werde mir etwas überlegen, wie ein Spion. Bis dahin machen wir einfach weiter wie gehabt. Okay. Ein Gewicht mit einem Haken dran. So, was geht denn hier? Geschenke. Hier liegen ein Dutzend Geschenke. Scheinbar hat Hugo viele Freunde. Der Tisch ist fast fertig für die Feier. Fast fertig für die Feier? Das klingt mir nach... Naja. So, sie sitzt hier und bläst Luftballons auf. Was kann ich tun, um zu helfen? Ich blase ein paar Ballons auf. Geben Sie mir eine Sekunde und dann können Sie sie aufhängen. Na gut. Was machen die? Okay. Das... Sollten Sie nicht helfen? Okay. Sind Sie bereit? Sie werden mich gleich genießen. Bis später. Gut. Das ist Kate. Okay, und da ist auch noch der. Feiert der mit oder steht er hier nur rum? Sind Sie auch zur Geburtstagsfeier eingeladen? Das soll eine Feier sein, aber warum arbeiten die Leute? Wo sind der Alkohol und die Drogen? Die Feier hat noch nicht angefangen. Wir bereiten sie gerade vor. Wissen Sie, bevor man feiern kann, muss man arbeiten, um alles bereit zu haben. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich denke, ich beschäftige mich lieber damit, mit dieser sexy Rothaarigen zu flirten. Sie schaut mich immer wieder an. Ja, wie schamlos. Malone, ich weiß nicht, ob... Du weißt nicht, ob was. Sie haben recht. Nichts wie ran. Ich brauche keine Erlaubnis, du Hinterwäldler. Hallo Kate, geht es dir jetzt besser? Ah, ja, ich habe mich wieder erholt, danke dir. Was tust du hier? Haben sie dich auch mit reingezogen? Ich wollte wissen, ob wir hier den Kaffee haben, den ich dir schulde, und sie haben mir von Hugos Geburtstag erzählt. Der Kaffee, richtig. Den habe ich ganz vergessen. Nun, jetzt können wir ihn mit etwas Kuchen genießen. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich sollte in meinem Büro sein. Außerdem mag ich, um ganz ehrlich zu sein, Hugo nicht sonderlich. Sei doch nicht so, Brian. Denk daran, dass das Kameradschaft... In einem Unternehmen... Denk dran, dass Kameradschaft in einem Unternehmen sehr wichtig ist, besonders wenn es dein Büropartner ist. Außerdem ist es immer großartig, als Team zu arbeiten, meinst du nicht? Wenn du das sagst. Ich spüle gerade ein paar Gläser. Ich sage dir Bescheid, wenn ich fertig bin, und dann kannst du mir helfen, den Tisch zu decken. Natürlich. Okay, zweite Aufgabe. Pösterneck, ich bin mit dem Aufblasen der Ballons fertig. Ich habe vergessen, wie die redet. Können Sie sie platzieren? Natürlich. Das ist echt ein bisschen schwierig mit den ganzen verschiedenen Stimmen. Vor allem immer von Aufnahme zu Aufnahme, nämlich für jeden eine andere, habe ich so das Gefühl. Naja, sie haben 5 Luftballons erhalten. Befestigen Sie sie an den pinkfarbenen Sockeln, die Sie in der Kantine sehen. Ah, das sind diese Dinger, alles klar. Gut.
Ich hoffe, das nervt mich mit den Synchronstimmen. Ich werde das nicht besser machen können. Dafür sind das zu viele Charaktere und ich spiele das nicht regelmäßig genug. Und ich glaube, selbst wenn ich es die ganze Zeit am Stück spielen würde, würde ich vergessen, welchen ich genau wie synchronisiert habe. Und einige synchronisiere ich auch gleich. Ah! Oh, 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 ups, oh nein! Sind Sie in Ordnung, meine Liebe? Was für eine Tragödie, ich habe mein Geschenk im Büro vergessen. Aber Sie sind doch alle hier auf dem Tisch. Richtig. Dies war jedoch ein besonderes Geschenk, das ich selbst gekauft habe. Dann holen Sie es schnell. Ah! Ich brauche Hilfe, um es zu holen. Es wiegt nämlich 200 Kilo. Herr Pasternak, vielleicht könnten Sie mir helfen, Sie sind doch so muskulös. Ja, sicher, kein Problem. Warten Sie, ich gehe besser mit Ihnen. Pasternak hat mit dem Ballon zu tun. Oh no, jetzt, wo ich es bedenke, gibt es dieses Geschenk gar nicht. Okay, die wollte mir bestimmt noch irgendwas Wichtiges sagen. Dazu kommt es aber nicht. So, letzter Ballon. Ich bin mit den Gläsern fertig. Kann jemand sie bitte auf den Tisch stellen? Ich komme. Sie haben 10 Gläser erhalten. 10. Stell sie auf den großen Tisch, während ich das Geschirr spüle. Ist das hier der große Tisch oder dies? Dies hier wahrscheinlich. Muss ich jedes einzeln platzieren? Nee. Ah, na gut. Ich bin mit den Tellern fertig, Brian. Ich komme. Brian, ist das Ihr Vorname, Pasternak? Ja, in den Vororten wird immer der Vorname benutzt. Meiner ist Irina. Wie hübsch. Ich bin Catherine Hicks, aber ihr könnt mich Kate nennen. Marta Sosa. Ich heiße Jenna und ich bin ein Schütze. Und was ist das? Leben auf dem Land? Wie heißen Sie, Chapman? Anthony. Wie mein Vater. In der Familie nennen Sie mich immer noch Tony Jr. Nun, ich heiße... Gut, genug geschwatzt. Hugo kommt bald und wir sind noch nicht mit den Vorbereitungen fertig. Das ist aber sehr nett. Sie haben 10 Teller erhalten. Das ist eine wunderbare Quest. Oh, oh! Und das ganze süße Essen mit den Kerzen oben drauf? Der Kuchen? Genau das. Da Sie so viel über Pasteten wissen, Pasternak, könnten Sie doch einen besorgen, richtig? Das ist nicht nötig. Alles ist unter Kontrolle. Muss man jetzt vielleicht gehen? Hey, Sie, so schnell kommen Sie nicht davon. Okay, das geht nicht. Vielleicht ist sie die Hexe. Wer ist denn wohl die Hexe? Ist Kate die Hexe? Sie werden die Käse-Sandwiches machen müssen. Pasternak, kommen Sie hier rüber und ich zeige es Ihnen. Okay. Psst. Ist Ihnen etwas eingefallen? Ich habe die Situation analysiert und unser großer Feind ist Rostov. Ich werde meine sozialen Fähigkeiten einsetzen, um sie abzulenken, damit sie entkommen können. Das ist eine gute Idee. Rostov, meine liebe Freundin und Kollegin. Ich höre, Sie lieben es, Dinge zu verspeisen. Wer hat Ihnen das gesagt? Haben Sie mich einen Fehlfraß genannt? Nein. Ich meine damit, dass Ihr Essen in der Firma dafür bekannt ist, unglaublich köstlich zu sein. Könnten Sie mir vielleicht hier Ihr Rezept aufschreiben für Hähnchen mit Fisch? Ah, natürlich. Es ist, weil ich traditionelle Rezepte verwende. Kommen Sie her und ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Es ist offensichtlich, dass Sie sich nicht richtig ernähren. Okay, jetzt kann ich abhauen. Das ist meine Chance. Komm schon, runter. Oh, Entschuldigung. Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Der Kuchen, Sie sind zur perfekten Zeit gekommen, Spader. Lassen Sie ihn auf dem Tisch. Pasternak, ich behate Sie im Auge. Nun, womit kann ich helfen? Wir müssen noch die Käse-Sandwiches und den Punsch machen. Aber es bleibt fast keine Zeit mehr. Hugo kann jederzeit eintreffen. Dann lasst uns an die Arbeit gehen. Hey, ich möchte ebenfalls helfen. Erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Spader. Mein Name ist Chapman. Ich bin der Sohn von Tony Chapman. Ich weiß nicht, ob...
Sehr erfreut. Nun, wie wäre es jetzt mit dem Punsch und den Sandwiches? Herr Junge, Entschuldigung, ich kenne Ihren Namen nicht. Können Sie uns helfen? Ich? Natürlich redet er mit dir. Beweg deinen stinkenden Hintern und arbeite ein wenig, du Tagedieb. Chapman, bitte. Diese Ausdrucksweise ist nicht notwendig. Hier sind wir alle Partner. Sie haben recht. Meine aufrichtige Entschuldigung, Kollege Pasternak. Was haltet ihr davon, wenn ich den Punsch mache und ihr zwei euch um die Sandwiches kümmert? Großartige Idee. Hey, lieber Kollege, würden Sie mir bitte erklären, wie man Sandwiches macht? Sie legen die Zutaten hinein und drücken auf den Knopf. Und wo sind die Zutaten? Der Käse ist im Kühlschrank und das Brot ist auf einem der Tische. Ich warte, Kollege. Okay. 10 Scheiben Käse. Und da ist das Brot. Hier sind die Zutaten. Perfekt, jetzt schau dem Meisterkoch bei der Arbeit zu. Fertig, hier sind sie. Riechen sie nicht köstlich? Sie haben ein paar verbrannte Sandwiches erhalten. Sie sind alle verbrannt. Das ist meine persönliche Note. Stellt sie schnell auf den Tisch, Hugo kommt gleich. Auf welchen Tisch denn? Auf diesen Tisch? Okay, also auf den Geburtstagstisch. Ich werde jetzt an dieser Stelle einmal pausieren, wie es dann mit Hugos Geburtstagsparty weitergeht und sowieso mit der ganzen Geschichte. Das zeigt sich dann in der nächsten Folge. Noch ein paar Worte zu den Stimmen. Ist ein bisschen blöd, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht genau. Ich kriege das nicht hin, mich an die zu erinnern. Und zwischen denen hin und her zu zwischen, gerade zwischen dreien auf einmal oder vieren auf einmal, das kriege ich tatsächlich irgendwie auch nicht so richtig auf die Reihe. Selbst wenn ich mich daran erinnere, wie der geredet hat. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis ich dann wieder in der anderen Person drin bin. Deswegen hoffe ich, dass es so fit geht. Ich werde es weiterhin so machen. Ich kann es nicht so unbedingt viel besser. Vielleicht lerne ich das ja mit der Zeit. Also... naja, auf jeden Fall dann nächstes Mal Geburtstagsparty und vielleicht schon das Ende. Wer weiß, wie es weitergeht. Ciao, ciao, auf Wiedersehen.